Zombie Apocalypse. Da, hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge Satisfactory The Race. Ja, jetzt kommt unsere Eventfolge. Der Alex, der Gans, der hat uns da was vorbereitet und wir laufen da mal eben drüber zu dem ganzen Trupp und lauschen dann mal, was er uns so dazu zu sagen hat. Ja, hallo. Hatten ihr alle? Da seid ihr. 1, 2, 3, 4. Gut. Ihr dürft mir dann einmal folgen. Hui. Au. Und hier rein. Und dann wir haben uns eine nette Idee überlegt. Wir haben etwa ein Item genommen, was nicht so oft benutzt wird im Spiel, ist der Fallschirm. Wir dachten, wie können wir den witzig benutzen? Okay. Ja, und dazu haben wir einen kleinen Parcours aufgebaut, durch den ihr durchfliegen dürft mit dem Fallschirm. Ach du Scheiße, das habe ich noch nie gemacht. Genau, also kein Mensch benutzt du wirklich mal. Sehr gut. Ja. Wir müssen erst mal Höhe gewinnen, weil sonst ist es schwierig. Unsere Siegchancen sind gesunken, glaube ich. Ja, das ist... Meine Tendenz gegen Null, ja. Ja, ich bin Profi im Fallschirm springen, was ist los? Ja, perfekt, gut, ich nicht. Ich muss gerade sagen, ich habe ein Jetpack hier irgendwie noch. Ja, geht das mal gleich an die Kiste ran. Geil, Kiste. Looten. Ja, ich habe den Fallschirm für euch vorbereitet. Nicht alle auf einmal nehmen. Die sind für euch alle gedacht, die Fallschirme, also. So. Okay. Mit einfach jeder mal hier ist kein Fallschirm drin. Oder ein Stack, wie ihr wollt. Hier ist kein Fallschirm. Boah, jetzt ist eklig hoch, ey. Kein Fallschirm drin. Hat jemand alle Fallschirme gerade rausgenommen? Ja, die Kiste ist doch voll. Ach, die verbrauchen sich sogar, oder was? Oder wie? Verbrauchen sich. Na, dann nehme ich lieber gleich zwei Stacks. Sicher, sicher. Also bei mir zeigt der gar nichts an. Ich kann die irgendwie gerade nicht nehmen. Soll ich da einen rauslegen hier? Also bei mir sieht die nur manchmal, das kann ich verstehen, nicht warum. Aber wie viel brauchen wir denn ungefähr? Brauchen wir 50? Brauchen wir 100? Hier. Was ist das denn? 50, aha. Wie viel brauchen wir denn, Zocker? Ihr werdet ein paar brauchen, aber nehmt mal so ein Stack einfach jeder dann. Ja, das Problem ist, ich kann den Stack nicht nehmen. Sag mir nur im Codex öffnen. Ja, hier, komm. Ich leg dir die hier raus. Henne hat sie ja auch alle genommen. 50, 50 habe ich. Willst du nochmal 50 haben? Hier kriegst ja, wenn er sagt, wir brauchen so viele, dann. Okay, gut, ich hab 100, danke. Aber es ist einfach sicherheitshalber ab den genügend. So. Folgendermaßen, wir haben überlegt, wir machen euch ein kleines Rennen. Startpunkt ist mehr oder weniger hier, an der Hypertube, an der linken. Dann seht ihr, wenn ihr hier zur Kante kommt, dass es da einen Fall gibt. Wir haben Pfeile aufgebaut, wo wir dachten, es ist notwendig, euch zu sagen, wo ihr hin müsst. Ihr sollt durch die Plattform, die wir aufgebaut haben, haben wir Löcher reingebaut, da sollt ihr durchfliegen. Ja. Ihr müsst zu dem ersten Plattform drüber fliegen, weil sonst schafft ihr den Rest nicht. So verrate ich. Moment, also diese Plattform da, wo das Seil oder was hingeht? Die da oder was? Frühstart! Frühstart! Was macht ihr denn da schon wieder? Lass doch erstmal den Jungen erklären, bevor er schon wieder da mitmacht. Ich bin runtergefallen. Bevor ich sterbe, habe ich den Fallschirm ausgelöst. Die mal kam zu früh, ja. Und er übt schon. Titel seines Sexvideos, ne? Naja, egal. Ich lass mich gleich runterfallen, bin tot und joine nicht mehr, hallo? Das ist Brooklyn 99, falls du das nicht kennst, aber egal. Okay, also von zu der Plattform und dann dahin und dann da durch, oder was? Also wir sind auf diese erste Plattform, dann zu zwei, und dann kommen wir danach wieder hochgeflogen, oder ist die höher? Da geht ihr dann, da seht ihr so Plattform an der Seite, da lauft ihr runter, da hat unten nochmal eine kleine Kanone, um euch wieder Schwung zu geben. Und dann folgt ihr einfach den Plattformen und fliegt durch. Ich will nicht zu viel verraten, weil wir haben ein paar Stellen gemacht, damit wo ihr vielleicht auch sterben könnt oder ein bisschen schwierig ist. Du Scheiße! Du meinst aber die Plattform da, ja?
Nein, der ist mit dem Pfeil drauf. Also die da? Ja. Und da muss ich drauf landen? Jo. Das läuft locker mit der Kanone, wo wir gebaut haben, also mit der Hypertube-Kanone. Aber dann jetzt von hier oben dann, ne? Also wenn wir jetzt hier in die rote Tube gehen? Geht in die rote Tube und die schießt euch dann darüber. Dann geht ihr da drauf, landet ihr da drauf, klettert runter und dann geht ihr unten in die andere Hypertube und schießt euch los und den Kurs zu schaffen. Ahnst es nicht, ey. Ich hab noch nie diesen scheiß Fallschirm benutzt, ey. Ja, alles klar, also, wenn ich wagt, dann nicht gewinnt. Ich fange an. Ja, ihr dürftet gerne alle. Jawohl, eigentlich ist es gerade. Ja. Aber wäre vielleicht nicht schlecht, wenn er da wäre. Ich bin nicht hier oben oder werden wir gleich rausgeschossen? Du wirst gleich rausgeschossen. Ich bin doch schon in der Tube auf dem Auf. Okay, auf dem Weg gut, dann haut ab. Viel Spaß. Ja, wie macht man den Fallschirm auf? Leertaste. Ah ja, das ist gut zu wissen, ja, okay. Das habe ich auch gerade gedacht, ja. Da müssen wir jetzt aber nicht landen, ne? Doch, ihr solltet schon auf dieser Plattform landen. Auf dem Pfeil. Ja. Okay. Also, wenn ihr da... Okay, ich hab das, ich hab verloren. Keine Angst, wir haben immer Hypertubes von allen Stellen, wo ihr runterfallen könnt, eigentlich gebaut, damit ihr wieder schnell wieder zurückkommt. So, und jetzt muss ich hier runter, wenn ich auf dem Pfeil bin, ja? Soweit habe ich es verstanden. Yep. Okay. Also wenn ich jetzt neben dem Turm gefallen bin, dann muss ich da unten zu dem Turm, zu der Hypertube, ja? Ja, moin. Hallo. Ach, jetzt muss ich hier runterlatschen, okay. Ja. Yep. Kann ich den Fall schon wieder zumachen? Ja, klar, gleich unten landen können. Nur wenn du, glaube ich, eine Quips. Aha, Hypertube. Und ab geht's. Und ihr wollt nicht bremsen, ihr wollt den Schwung behalten. Also linken mit A und B ein bisschen. Ich bin tot. Okay. Ja, DV probiert das nochmal. Ja, dass das Blöde ist, ich habe mir die Space-Taste umgelegt. Ah, das wird knapp! Oh. Da fliegt eine Drohne. Lol. Wo muss ich jetzt landen? Ihr müsst eigentlich am besten gar nicht landen. Silva, du musst das rausreißen. Nicht. Ich hab total gefällt. Das ist nicht dein Ernst hier, Alter. Wo muss ich denn jetzt zurück? Nein, du musst durch die Plattform weiterfliegen. Das sind drei Plattformen. Ja, aber wenn ich jetzt, wenn ich es nicht schaffe? An den Plattformen am besten einfach runtersinken, da hat's Hypertubes, die wieder zum Start zurückführen. Das ist eine Lüge. So. Ach, die führen zum Start zurück? Ja. Das ist eine Lüge. Du ahnst es nicht. Ich muss erstmal eine Kiste holen. Du kannst ja wieder hochgehen, oben hat es ja noch Fallschirme. Ich hol die dann und bring die wieder hoch. Ja, ich konnte die ja nicht nehmen, aber da liegt eine Kiste. Bin ich das gewesen? Nee. Ja, ich komm hier nicht weg. Also du bringst Fallschirm hoch, dann laufe ich zurück zum Startgebäude. Ja. Hilfe. Ah, das hätte man vielleicht müssen. Naja. Was machen denn die ganzen Drohnen hier? Die sind nur als möglicherweise Hindernis, was euch möglicherweise das nicht ist ja auch. Das ist ja auch mal eine witzige Konstruktion hier. Zu der Hypertube. Hol mich mal ab. Du kannst nicht vergessen, ihr könnt einfach Fahrzeuge spawnen und einfach zurückfahren, falls es nicht funktioniert, falls ihr keinen Hypertube-Weg direkt habt. Ja, stimmt, das könnten wir machen. Ich will gar nichts. Naja, kein Sprit. Ja. Doch, ihr habt unendlich Sprit. Einfach einsteigen und losfahren. Fahr einfach einsteigen, einfach einfahren. Stimmt, wir haben ja das. Wo ist denn der Start nochmal? Am Hub, also einfach Richtung Hub fahren. Ja, logisch. Oh, da habe ich aber massiv gefailt, ey. Wenn ich bei dem Pfeil war, kann ich aber nicht da wieder starten, richtig? Also wenn du bei dem, bei welchem Pfeil? Ich habe jetzt drei Pfeile insgesamt. Bei dem ersten. Also wenn du beim ersten Fall bist, unten auf dem Boden bist, oder oben auf der Plattform, oder wie meinst du? Ja, ich bin ganz woanders gewesen. Muss da jetzt erstmal wieder hinkommen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ich muss zur ersten schwebenden Plattform, von der ersten schwebenden Plattform zur zweiten, oder? Nein, du musst zum Fall fliegen. Okay. Du musst zum Fall fliegen. Ja. Und vom Pfeil dann... durch die
dann runterklettern, da hat es einen Hyper-Typ, einfach rein, die schießt sich dann. Ah ja, die... okay. Am Pfeil war ich. Ja, dann gib jetzt mal Fallschirme hier. Fallschirme! Ah, da! Ich war schon so weit, Alter. Das hat dann einfach nicht gereicht. So, gib mir Fallschirme. So, 50 werden reichen, ich werde eh vorher sterben. Und ab. Also ich kann jetzt auch wieder bis zum Pfeil fahren und von da aus starten, oder muss ich zum Anfang? Zum Anfang. Es gibt eine Zwischenplattform, wo man zwischendrin wieder Schwung holen kann. Aber die ist nach den drei Ich krieg den scheiß Fallschirm nicht auf, ey. Was ist denn das? Ja, das hättest du mir mal früher sagen sollen. Ich war doch schon durch. Ich krieg das nicht auf. Ach, ich hätte ihn equippen müssen, ne? Naja. Richtig, ja. Ah, guck mal hier, Jungs. Alles geht ab ins Leere. Ja, das war ich doch schon durch, ey. Ja, das Okay, aber wir haben den Vorteil. Leg schon mal Fallschirm parat, ich komme. So, erste Plattform geschafft. Jetzt wer kontrolliert denn das jetzt? Jetzt rüber zum Pfeil. Henne ist schon im Ziel bestimmt. Ja, ich war ja schon beim ersten Safe-Punkt gewesen. Ich war ja durch die drei Dinger schon durch, bin danach aber halt abgeschmiert. Wo ist bei dem Pfeil die Tube? Auf der untersten Ebene. Ja. Boah. So, lege er Fallschirme für mich bereit. Und pack den Sekt mit zu, ich glaube, ich werde direkt das gewinnen. Hä? Da liegen tut er auch noch. Oh, lauf in die Runde. Das wird echt knapp, ne? Nein, ich hab's wieder nicht equipped, ich Idiot! Ah! Ich würde dir einen Tipp verraten, aber dann hören die anderen den nicht. Also, da sehe ich den nicht, da sehe ich das nicht. Wie willst du das schaffen? Das geht gar nicht. Doch, das geht. Das geht schon, also wir haben das mehrfach getestet. Also wir müssen auf den Pfeil landen, sagst du. Ja, beim ersten Pfeil landen, beim zweiten Pfeil sollte er einfach dem Pfeilrichtung folgen. Also ich komme zwar hier bis zu der Tube, aber ne. Ja, du landest immer auf der ersten Dinger, das solltest du eigentlich nicht. Also auf dem Pfeil bin ich gelandet und dann muss ich da auch jetzt rüber oder was? Muss ich da dann musst du jetzt runterklettern. Den Pfeil runter, ja. Und da unten hat's dann eine Hypertube rein und da wirst du wieder geschossen. Also wenn du mit dem Fallschirm in die Tube reingehst, dann hast du den Fallschirm immer noch an, falls du den sparen willst. So als kleiner Tipp. Ich weiß aber nicht, ob der aktiv ist. Also du wirst grafisch angestellt, ob der wirklich aktiv ist, ne? Okay. So, letzter Versuch. Das kann ja ewig dauern hier. Nein, das läuft gleich. Nein. Gewinn das gleich. Also wir starten nochmal jetzt für mich auch zum Verständnis. Wir starten beim ersten Pfeil, beim ersten Pfeil landen wir und steigen dann in den Tube, um uns beschleunigen zu lassen. Ja. Ja, und dann solltest du am höchsten Punkt beim Flug den Fallschirm öffnen. Genau. Und dann solltest du am besten nach links abdrehen, damit du nicht Schwung verlierst. Und. Aber da kommt doch keiner hinten hier bei dem dritten Ding. Da ist doch aber auch nochmal so eine kleine Plattform, oder? Ach, hier oder ist das Loch. Nur Beobachtungsplattform für euch? Die Plattformen sind eigentlich, waren für mich gedacht, aber ich... da es gerade Probleme mit dem Fallschirm gibt, bin ich gerade am Start die ganze Zeit. Guckt zu, dass ihr den Fallschirm bekommt, aber ich probier's gerade selber noch. Also ich bin jetzt hier gelandet, hier in den... Ja, jetzt kann ich hier nichts mehr machen. Ach, da ist er. Ah, wie tricky. Geil, gut gemacht. Gut gemacht. Was ist das Ding? Ich hab die Streams offen und guck gerade, dass ihr zwei macht. Jetzt habe ich hier zwei Hypertubes, jetzt weiß ich nicht, welche ich nutzen muss. Ja, da haben wir. Das haben wir vergessen wegzumachen. Eine.
Nimm, ist sie, glaube ich. Eigentlich müsste es egal sein, welche du nimmst. Wie, das ist egal. Wenn ich verliere nachher, weil du sagst, das ist egal. Dann nimm die rechte. Wo seid ihr denn? Seid ihr durch die Wände jetzt schon durch? Ja, ja. Ja, da war ich auch schon durch. Und dann hieß es, nein, du musst wieder bis zum Anfang. Ja, ja. So wird man hier beschissen. Na, ich bin ja nicht gestorben, ne? Aber im Fall so die Links, das haben wir extra gemacht, wir wollten nämlich nicht, dass es zu schnell geht, aber wenn du nicht weißt, wie der Weg geht, dann geht's auf einmal relativ zügig. Da sollt ihr links versuchen, um die Kurve zu fliegen, die ist ein bisschen eng. Und dann ein kurzes Stück nach dieser Plattform, wo ihr da landen könnt, im Prinzip kommt nochmal die Plattform und der aus könnt ihr euch dann weiterschießen. Kommen wir jetzt zurück zum Startgebäude hier, glaube ich. Yep. Das wird nichts. Ich hab jetzt gewonnen dagegen. Oder was? Ich prall dagegen. Unglaublich. Oder muss ich jetzt hier auf das grüne Ding? Ach nee, das ist ja ein Lande. Also ich bin jetzt am Startgebäude wieder. Und wie geht's jetzt weiter? Ja, nochmal versuchen. Du solltest es schaffen. Das ist die zweite Plattform, die du von der Glas durchs Glas gesehen hast wahrscheinlich. Die ist ein bisschen versteckt, ist ein Gebüsch links. Und da müsst ihr auf jeden Fall drauf kommen. Hä? Zweite Plattform. Ich bin durch die Wette durchgeflogen und... Gut, komm, machen wir's nochmal. Also, Chat, mental habe ich schon gewonnen, ne? Ganz klar. Mental? Wieso fliegt er jetzt bis zur Startplattform zurück? Ah ne, ich muss ja eh... Ja, alles gut, alles gut. Alles gut. Ach, das... Okay, ja, ich glaube, ich hätte da auch noch durchkommen müssen. Ja, ja, alles klar. Ich mache mir erstmal eine Buffte an hier. Ja, also... Ja. Also ich stelle mich mal dahin, wo er bis hier mit dem Fallschirm kommen ist, mit dem ersten. So, ich habe ja erst, geflogen. Erst 9 Fallschirme verbraucht, ja. Ich habe anscheinend schon ein ganzes Deck verloren, irgendwie. Keine Ahnung, was da passiert ist. Das ist dir aus der Tasche gefallen, bestimmt. Ja, ich werde die oben hingelegt haben. Da hin, ey. Was ist? Geh weg. Ach. Such den eigenen Weg. Das ist doch eh nix. Zeig dir jetzt, wie das funktioniert hier. Ja, warte mal. Mit meiner Gewicht hier, meiner Masse. Er denn da lang? Oh! Hab ja voll verschissen gerade, ne? Den ganzen Schwung verloren. Ja, wir haben den ganzen Schwung gerade verloren. Kann ich den Fallschirm einfach ausziehen? Ja, einfach an equippen, Feldschaltern. Kann ich einfach in die Tube andersrum reinspringen? Nee, das geht nicht. Dann fliege ich in die falsche Richtung. Das erste Loch, das kriege ich noch hin, aber das zweite? Ja doch, das geht. Ja, toll. Das zweite habe ich auch, aber jetzt wird es interessant. Hat er ja gesagt, hier gibt es auch eine versteckte Plattform. Jep, ich stehe drauf. Aber links abbiegen. Jetzt. Also wenn du schaffst weiter zu fliegen, flieg weiter. Keine Ahnung, wo du stehst, aber direkt unter dir. Hallo. Ach, da ist er ja. So, da geht jetzt wieder in die Tube rein, ja? Yep. Okay, das ist natürlich super tricky, muss ich sagen. Wir haben es halt ausprobiert, denn sobald du weißt, wie der Weg bis hierhin geht, dann ist es halt ein paar Sekunden, also das schaffst du dann relativ zügig. Jetzt muss ich da vermutlich durch den Beschleuniger durch. Ja, dann hat es ein Loch im Boden, dann müsst ihr rein. Ja, und noch ein Loch.
Ja, und dann habt ihr, müsst ihr was finden, wo ihr rein müsst. Sonst könnte es möglicherweise tödliche Folgen haben. Ah, es sieht. Das ist ja geil gemacht, ohne Scheiße. Das ist echt gut. Ja! Ja! Ich bin hinter dir. Sieht nicht so an hier. Wie kann man den Fall schon zumachen? Ja, keine Ahnung. Anequippen. Anequippen und wieder equippen. Dann. Ja, ich weiß ja nicht, ob ich ihn gleich wieder brauche, oder? Bei deinen fiesen Tricks hier. Ja, ich war das ja nicht nur allein. Das war das, lass ich den lieber an, ne? Was sieht jetzt cool aus? Was ist los, Hände? Ja, nix. Was soll sein? Ich flieg hier rum. Flieg viel zu weit. Genieß das Leben. Häng hier ab. Können wir jetzt noch sterben, oder was? Nochmal neu wir anfangen. Wir könnten noch einmal sterben. Jetzt ja. Müssen wir wohin? Zum Lift oder was? Am Lift vorbei. Dann könnt ihr etwas sehen. Achso, nein, das war zu früh gesagt mit dem Lift. Da gibt's Plattformen. Ja, genau. Ding hat's gefunden. Bioschmied hat's gefunden. Bioform hat's verfasst. Ja, das wäre eine Info gewesen, die. Vielleicht vorher ganz gut gewesen wäre. Jetzt muss ich nochmal von vorne starten oder was? Nein, du kannst einfach nochmal durchs Loch hüpfen, das geht auch. Schnell Kippe aus, bevor hier irgendwas passiert. Das ist ja ärgerlich, Alter. Ich war durch die drei Wände jetzt schon durch, ey. Knapp an der ersten. Ich kämpfe noch durch das erste Loch durchzukommen. Ja, das erste ist für mich nicht mehr das Problem. Mein Name ist es jetzt das zweite. Das dritte war ja schon durch gewesen. Ja, egal. Und auf ein neues. Den Sieg gönnen wir euch. Kein Problem. Im Endeffekt den. Wahrscheinlich gleich 20 Uhr muss, so. Ich muss eigentlich noch nicht einmal auf den Pfeil von dem Startpunkt. Wo ah, und jetzt? Wo muss ich hin? Könnte man durch das erste Loch durchfliegen. Jetzt no. Am Dinger vorbei und dann müsstest du hinterm Wasserfall etwas sehen. Oh ja. Also Richtung Wasserfall oder wie oder was? Ach du Scheiße. Hol dir das Ding, komm. also, durch das Ding unten, dann am besten eigentlich gar nichts drücken, mehr oder weniger, weil das Ding dich automatisch an den richtigen Platz katapultiert. Und. Ah, dann werde ich ihn doch mal die. Schaff ich nicht, aber okay. Das soll ja nicht einfach sein. So, wie komme ich hier wieder weg? Er hat ein großes Loch. Oder du versuchst irgendwie rauszuklettern. Oh, nee. Ja, es muss punishend sein. Sonst seid ihr zu schnell fertig. Alter! Zu schnell fertig, ja. Oh. Ah, ja. Hinter dir ist nochmal ein Pad zum drauflanden. Also es ist schon so ausgerichtet, dass du in die andere Richtung genau. Naja, ich komme da bloß nicht hin. Ich bin gleich tot. Wenn du das ist ausgerichtet auf ein anderes Jetpack. Ja, das habe ich gesehen, aber ich komme da nicht hin. Nein, das. Und ich bin gleich tot. Wie ist das Pad ist ausgerichtet in die andere Richtung, wie du gerade versucht hast zu gehen. Versuch das mal. Los, Bioschmied, hol jetzt das Ding. Ja, hast du da zwei Pads umgebaut oder was? Drei Explorer rumstehen. So, jetzt nochmal von vorne hier. Hey, du guckst dann jetzt in die andere Richtung rückwärts. Alter! Scheiß die Wand an, ey! Wie oft habt ihr das getestet? Vor allem, wie lange habt ihr dafür gebraucht? Das würde mich viel mehr interessieren. Wir haben gebraucht 1,5 Tage, haben wir mehr oder weniger dran rumgespielt. Nicht schlecht. Viel hat Martin gemacht, also Controller Fire hat sehr viel gemacht. Wow, also sehr, sehr geil, muss ich sagen. Ich finde das hart lächerlich, dass mein Fallschirm nicht so aufgeht, wie ich das möchte. Geht immer nur am höchsten Punkt, ne? So, und jetzt war ich wieder. Und wieder zum Start. Aber er macht ihn mit Space nicht wieder zu, ne? Das ist nur. Jetzt bin ich wieder beim Weltraumlift hier. Wo muss ich ihn jetzt wieder hin?
Also ich finde, nach rechts, schon nach rechts, da ist ein Fallschirm, da ist ein Loch mit Wasserfall, sorry. Ihr hättet die Hypertubes Wasserfall auch gleich hochbohren können, eigentlich, dass man Richtung, da wenigstens auf der Plattform Richtung, wieder startet. Nicht wieder zum Beschleuniger, die andere Richtung. Ja, genau, die Richtung. Ja, da komme ich ja nicht mehr hin, das ist spät, wahrscheinlich. Ja. Du brauchst den ganzen Schwung, sonst schaffst du den Sprung nicht. Ah ja, ich voll sauer, dass jedes Mal. Da sagst du jetzt so, halt. Hey, dann mach ich das nochmal, wa? Könnte mich irgendwie so ein bisschen entsinnen, dass ich sagte, oh, was mit einer halben Stunde oder so, aber hey. Ja. Aber Bioschmidt macht jetzt seinen vermutlich letzten Versuch, weil er weiß, wo er hin muss. Er weiß, wie er es machen muss, deswegen. Ja, das ist das Problem. Man muss erstmal wissen, wo man hin muss, ne? Wir haben verstanden, halbe Stunde pro Mann. Ja. Ah, das ist halt, wenn du nicht weißt, wo du hin musst, ist natürlich super schwierig, ja. Ja, dann musst du es ein paar Mal ausprobieren, ja. Mann, was ein Fuhrpark hier. Ey, allein schon wie viel Zeit vergeht, nur dass du hier wieder einen neuen Versuch starten kannst, ja? Ja. Wie gesagt, halbe Stunde. Wir haben das, wenn du weißt, wie es geht, brauchst du. Ja, ne. Zwei Minuten dadurch, wenn du weißt halt bloß nicht, Fallschirm ja, Fallschirm nein. Links, rechts, vorwärts, aber ey, ich find's geil, ohne Scheiß. Cool gemacht. Vor allen Dingen haben wir eine neue Variante für einen Aufzug für unsere Map. Machen wir die Hypertubes. Hä, und was muss ich jetzt? Ne, hier bin ich ja falsch irgendwie, ne? Geh einfach, das ist meine Leitung. Oh, das ist mein Korb, das ist einfach bestehen lassen. An dem Beschleuniger vorbei, da kannst du gleich zum Loch laufen, du musst nicht zurück. Wenn ihr da seid, könnt ihr einfach ins Loch rein. Jetzt hier, ja, das, mir fehlt aber der Schwung dann wahrscheinlich, oder? Ach, nein, das solltest du so schaffen. Das habe ich auch mehrfach ausprobiert, das funktioniert auch von da. Ach, ich brauche gar nicht mehr zum Start zurück, warum bin ich dann eben zum Start zurückgelatscht? Weil Alex manchmal ein kleiner Giftzwerg ist. Ja, das Dammit! Der hat schon unsere Rezepte vorhin immer umgestellt. Ja, das war's dann wohl, weil damit ist Defon wohl raus. Die eine Hypertube funktioniert hier nicht. Bis ich hier durch alles wieder durch bin, das dauert natürlich jetzt Wochen, ne? Wochen. So, und jetzt muss ich irgendwie zu dieser Disco, ja? Yep. Ja, bitte gewinn das Ding einfach hier, ey. Ja, ernsthaft mal, also ich bin dafür. Was gibt's denn überhaupt zu gewinnen? Darüber wurde gar nicht gesprochen. Das haben wir natürlich auch gar nicht ausgemacht, aber ich würde mal sagen, 10 Schnecken, 10 Coupons? Ja. Fair, oder? Na, also fair wären 2000 Schnecken und... Aber 10 Schnecken, 10 Coupons klingt, glaube ich, ganz geil, oder? Ja. In der nächsten Aufnahme dann zur Verfügung haben halt, ne? Mhm. Wir haben ja Alex vorhin schon losgeschickt, welche suchen, also von daher ist er perfekt. Ich habe auch noch vorhin welche auf der Map gefunden, da waren irgendwo 11 Schnecken in der Kiste. Aber die Coupons, für was brauchen wir die? Also du kannst ja mit denen eh nichts groß machen. Außerdem habt ihr doch dann kannst eh alles Rohstoffe kaufen. Ah, ich kann die Fallschirme nehmen. Cool. Rohstoffe können wir kaufen, ja. Ja. Du kannst Rohstoffe kaufen für die Coupons. Irgendwo wenn abgelegen bist. Wenn du mal auf die Schnelle 500 Platinen brauchst, kannst du dir die im Geschäft kaufen. Mhm. Henne, was habe ich da für einen Mitspieler, ey? Was ist los? Was willst du denn nicht, Alter? Also, es geht ja falsch an mir an. Boah, damit nur umgekehrt. Das war's. Ja, ich bin wieder tot. Ich hab dir nicht equipped. Nein. Bitte, Bio, gewinn das Ding jetzt. Ja, es sieht gut aus. Also von der Höhe her passt das. Das ist der Spitze. Ich werde mich dann mal hier bei Startziel bereit machen und dir dann schon mal den Sekt überreichen, gell? So, Disco, ja, bin ich da, jetzt, hier rein, jetzt, da? Ne, du bist am Ziel, das ist unser Ziel. Ach so, das ist das Ziel, perfekt. Ja. Ach, jetzt kommt man, kommen die gar nicht mehr zurück zum Startgebäude?
machen? Ich bin gerade auf dem Weg zu dir. Ich sag dir, ich mach den Parcours auch gerade nochmal mit. Welche Röhre führt denn da hin zum Disco-Ding? Hier ist die Tür. Ich glaube, wir haben gar keine Türe hingebaut. Oder doch, eine zurück haben wir gebaut. Wir haben eine zurückgebaut, aber ich weiß nicht mehr, welche von diesen drei stackbaren es ist. Ich glaube, es ist die oberste. Dann müsstest du halt einen Eingang hinbauen und... Ah ja, ist kein Eingang dran, ja. Ah, schmeiß dich mal rein, Bio, komm, ich erwarte dich hier. Ich flieg jetzt einfach an allem vorbei, da sehe ich mich. Wir haben ja gewonnen, also... Ja, zu Recht. Ich bin ja auch bis 6-mal gestorben, nee, 4-mal. Ja, gutes Fliegen setzt... Kommt ihr jetzt hier noch her oder muss ich jetzt zurück? Ich bin auf dem Weg. Ich schaff's noch nicht einmal durch das scheiß erste Ding durch, da. Immer knapp dann. Also so Fallschirmdinger könnt ihr öfter machen, da sehe ich mich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ziemlich geil gewesen. Also ich habe noch nie Fallschirme benutzt, doch einmal, glaube ich, aber das war eine richtig geile Geschichte. Die war gut, ja. Richtig, richtig geil. Denkt dran, okay, bitte die Map auch hinterher bereitzulegen, dass wir die dann zum Download für die Zuschauer auch mit anbieten können, ja? Mhm. Sehr cool, muss ich sagen. Ein paar mehr Hinweise haben gefehlt. Also ich hätte mir gerne noch ein paar Pfeile oder sowas gewünscht, wo man hin muss. Das ist der andere, klar. Weil da hätte ich natürlich safe gewonnen, ist ja ganz klar. Ich dachte, ihr Pro-Gamer braucht nicht so viele Hinweise. Ja, ja, ich hätte safe gewonnen, aber ich wusste ja nicht, wo ich hin muss. Und Bio ist ja eh nur immer noch hinter mir her. Herzlich Glückwunsch. Sauber. Oh, was hat er denn? Danke. Hat er jetzt ein Startgebäude oder was? Nee, na Disco. Wir warten noch auf euch. Ja, da komme ich ja nicht hin. Aber hier gibt es eine Tube zurück, ne? Yeah. Sollen wir ins Startgebäude jetzt oder was? Ja, ja, das wäre cool. Ja, machen wir. So, ich gehe mal eben. Ich schwarte hier etwas. Ich habe noch eine Frage. Waren die Drohnen irgendwie eine Störung oder haben die irgendwie... Nee, leider nicht. Okay. Die fliegen nicht so häufig. Ich wollte aber nicht mehr machen, weil sonst anfängt wahrscheinlich das Spiel zu anstrengend zu werden. Das war das Extra-Level. Wärst du auf der Drohne gelandet, hättest du die Prinzessin gerettet. Ja, das war sehr geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr cooles Ding. Ich habe natürlich völlig gelost und gefällt, aber das werde ich noch ein paar Mal ausprobieren. Ganz klar. Ja, ja, so eine Challenge machen, das war herausfordernd, ne? Auf jeden Fall, ja. Hätte ich. Also sowas Komplexes hätte ich jetzt natürlich auch nicht erwartet. Weil ihr habt ja gefühlt erst am Mittwoch angefangen, ja? Ja, haben wir auch. Und wo ist das Ziel? Wie kommen wir da hin? Ach so. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Den Kurs durchlaufen, dann kommst du auch zum Ziel. Das sehen wir nicht. Egal. Ich guck meine Krone. Wo ist die Krone? Wo ist die Knossi-Krone, bitte? Ja, wo ist hier der Bierschmied? Hier, komm mal her, hier. Komm mal bei hier. Hol dir mal eine Watschen ab. Ja. So, Bierschmied, hier dann dein Hauptgewinn, hier das Auto. Und hier ist noch eine Flasche Sekt. Warte, ich hause dir direkt um die Ohren. Alter, Falter, ey. Tja. Übergefahren. Alter, was ist das denn? Kurz durch die Map gebackt, wieder zurück. Hui. Yay! Dass sie den Truck immer noch nicht gefixt haben, ne? Dass der mal vernünftig funktioniert. Also besser wie früher auf jeden Fall. Ja, okay. Ja, das ist schon mal gut. Also ich muss ganz klar sagen, also auch wenn der Controller-Fire jetzt gerade nicht da ist, aber scheinbar verfolgt uns auf Twitch. Absolut geil gemacht. Gut ab, Respekt, geile Leistung. Fand ich mega, mega gut, das Ding. Habt ihr denn schon neue Ideen oder? Wir haben Ideen, keine Angst. Frag nicht. Wir haben gesagt, sie haben alle Freiheiten. Ah, das war echt mega geil.
So, damit würde ich sagen, dann war das unsere Event-Folge. Also ein bisschen, schreibt ruhig in die Kommentare ein bisschen Liebe für unser Event-Team hier, für den Alex und den Controller Fire. Und ich setze mich hier mal an die Schiebmarke.